Hallo, heute mal wieder von einer Handkamera aus meiner dunklen, dunklen Wohnzimmer. Was haben wir gemacht? Hier, seht ihr meinen Fernseher, hier den Laptop. Und ihr seht jetzt schön, Ubuntu Mate benutze ich und der Computer, den ich benutze, ist der Laptop auf der rechten Seite. Verbunden mit VGA-Kabel, stinkt nochmal das VGA-Kabel. Und mit meinem Fernseher verbunden. Ich melde mich mal an. Was machen wir heute? Ja, wie nenne ich das Video? Irgendwie dreieckiger Cube. Ja, eigentlich hatte ich früher immer standardmäßig einen kaputten Akku habe ich auch noch. Schön. Sieht man jetzt. Nein, ich hatte ein Standardvideo. Ich habe quasi zu mehr oder weniger jeder Ubuntu-Version den 3D-Cube gezeigt oder Abarten davon oder Abartiges davon oder so ähnlich. Wollen wir heute mal wieder traditionell die Tradition aufleben lassen, deshalb von der Handkamera, weil ich den Compiz Config Display Manager jedenfalls hier rekonfigurieren muss. Gut, langer Rede, kurzer Sinn. Also, wir sehen, meine Konfiguration hier im Moment ist zwei Bildschirme. Ne? Wie ihr seht, kann ich hier rüber schieben. Gut, das ist jetzt mal die Grundvoraussetzung: 3D-fähige Grafikkarte. Und am besten nicht den Standard Nuvo-Treiber nehmen. Ja, nicht den Standard Nuvo, damit die Grafikkarte schneller läuft. Wie gedacht, nein, wie mit dem Nuvo-Treiber halt. Kontrollzentrum hier unter Ubuntu Mate. Da gibt es Additional Drivers. Ne? Das sollte eigentlich zusätzliche Treiber heißen. Ist noch nicht ganz so eingedeutscht. Ne? Und dann, ja, Aktualisierung habe ich hier auch noch. Gut, schön. Zusätzliche Treiber. In dieser Registerkarte habe ich dann meine Grafikkarte so eingestellt, dass sie tatsächlich den Nvidia-Grafiktreiber benutzt. Nvidia Binary Driver und nicht den Xorg Driver Nuvo. Dadurch läuft das Ganze schon mal schneller und ich habe hier mehr Effekte und kann ein bisschen was zaubern. Ne? Ich habe hier nämlich auf dem System nur zwei Prozessoren. CPU 1, CPU 2. Das System hat zwei CPUs, 2,1 GHz. So, 4 GB RAM. Jetzt wollen wir mal gucken, ne? Also das ist jetzt Grundvoraussetzung, also den optimalen Grafiktreiber, ne? Vor allen Dingen, weil es ja nur ein Laptop ist. Ja, gut, Compiz wollen wir. Compiz wollen wir. Jetzt war das standardmäßig nicht so wirklich installiert. So, jetzt haben wir ein bisschen Licht, auch auf die Gefahr, dass man den dreckigen Monitor sieht. Kuckuck, ich bin es. So, grünes Licht, grüne Lampe, also Compiz habe ich installiert. Sudo apt-get install Compiz habe ich installiert. Compiz, das ist schon mal wichtig, das ist der Composite Manager, Transparent Manager. Jetzt könnt ihr eigentlich mal ein Display mehr so auf dem Fernsehen, ja. Können wir mal so ein bisschen umswitchen. So, habe ich installiert. Können wir dann machen. Enter drücken. Passwort eingeben. 234. So, habe ich natürlich schon installiert. Ne? Jetzt wird natürlich geguckt, habe ich schon installiert oder nicht. Habe ich natürlich schon. So, dann Compiz-config. Ah, kein Minuszeichen. Ja, wichtig. Compiz-config. Settings Manager, den installiert. So, damit wir Einstellungen machen können, habe ich schon installiert. Und wichtig, Compiz-Plugins-Extra. Compiz-Plugins-Extra habe ich auch noch installiert. So, clear. So, das war schon klar. Damit Compiz überhaupt mal aktiv wird, ne, der Transparenz-Manager. Machen wir. Und deshalb habe ich das jetzt mit der Handkamera aufgenommen, wenn man das sieht hier. Ne? Eigentlich nur, dass der Monitor nicht geputzt ist, sondern da Compiz Leerzeichen. Ne? Ich mache mal ein paar mehr, damit man es besser sieht. Minus minus replace. So, dadurch wird Compiz quasi der aktuelle Display Manager, das heißt Transparenzmanager, soll ich besser sagen. Gut, hier sieht man natürlich dann auch schon, welche Plugins ich mittlerweile schon eingestellt habe. Core-Plugin von Compiz, CCP, Init, True, Composite. Ne? Composite heißt Transparenz-Manager. Jetzt haben wir echte Transparenz. Ne? In meinem Video zu Mate haben wir gesehen, das war eigentlich nur erstmal eine verkehrte Transparenz. OpenGL, ne? Decor,
PNG Grid und Wobbly Windows, ne, die wackeligen Fenster, habe ich eingestellt. Mit dem CCSM zeitgleich. Ich zeige jetzt nur mal kurz die Liste. Und wir haben natürlich den Cube, ne, den Desktop-Würfel, den Rotate müsste ja existieren, ja, das Plugin Rotate, rotierendes Würfelzieher, sehr schön. Hier sagt er noch, Problem mit der Dekoration nicht gefunden, wie auch immer. Könnte ich jetzt theoretisch das Fenster zumachen, aber da ich Compis eigentlich nur temporär benutze, ne, temporär, und manchmal will ich Compis gar nicht, dann mache ich einfach nur das Fenster ein bisschen kleiner und Compis ist gestartet. Gut, den Compis Config Settings Manager habe ich natürlich schon hier als Symbol mir aufs Panel gelegt. Wichtig dann allgemeine Optionen, die Desktop-Größe lässt sich dann einstellen, die virtuelle Desktop-Größe. Hier in dem Fall habe ich gewählt 3 als virtuelle Desktop-Größe. Damit ich ein Dreieck kriege, eigentlich gar kein Cube, sieht man auch hier unten an der Anzahl der Arbeitsflächen, das sind 1, 2, 3 Arbeitsflächen und wieder zurück. Gut, dass sich das schön rotiert, ist auch klar. Da sehen wir schon, der Cube funktioniert. Gut, dann haben wir hier den Cube, ne? Das Plugin Cube Desktop Würfel. Weil ich hier mehrere Monitore habe, habe ich gesagt, mach doch bitte mehrere Cubes. Ne? Damit man das auch sieht, machen wir jetzt noch irgendwie einen persönlichen Ordner auf. Schiebe ich mal jetzt schnell rüber auf meinen Laptop. Mal gucken, was ich hier so ein bisschen umrangieren. Aber wenn es ein bisschen Krach macht im Video, ist mir das auch gerade egal. So, jetzt rüber da. So. Auf dem einen Dingen ist Compis, auf dem anderen Dingen ist der Dateimanager. Damit man es besser sieht, den einen so ein bisschen mehr unten in die Ecke, den einen ein bisschen mehr oben in die Ecke. Das sind zwei verschiedene Fenster. Rollrad gedrückt und drehen. Ich habe mehrere Cubes, ne? Mehrere Würfel mit verschiedenen Fenstern da drauf. Ja, ja, damit man das auch sieht, wie kann man das noch besser darstellen, mache ich hier vielleicht mal ein Terminal auf, das ist dunkel. Mehrere Würfel, ne? Also einmal den Würfel, da sieht man nämlich den Dateimanager nicht, der Dateimanager dreht sich jetzt nur auf dem anderen Bildschirm auf meinem Laptop. Mache ich es mal andersrum, damit es da auch umgekehrt mal sieht. Hier ist jetzt der Dateimanager, da hinten das Terminal. Ja, der eine Fenster dunkel, das andere heller. So, seht ihr das, da dreht sich das Terminal dann. Gut, mehrere Würfel, ne, sieht man da. Ne? Das ist die Ausgabe für mehrere Displays, mehrere. So, jetzt können wir ein bisschen wieder rumpelig machen im Video, damit das ja richtig spackig wird. So, aber schön. So, können wir Licht eigentlich wieder mal. So, jetzt sieht man wieder was. So, hoffentlich. So, gucken wir mal. Mehrere Würfel, transparenter Würfel habe ich auch noch. Opazität bei Rotation steht bei mir auf 55%. Das heißt, wenn ich den Cube rotiere, kann ich zu 55% durchschauen. Ja, 55. Also es ist ja jetzt kein Würfel. Ich habe gesagt, es gibt 3 Arbeitsflächen. 1, 2, 3. Deshalb gibt es ein Dreieck. Finde ich ganz witzig. Ich mag dann lieber ein bisschen anders sein als alle anderen. Nicht rotierende Transparenz. Ich könnte das auch so machen, dass der Würfel, die Arbeitsflächen durchsichtig sind, auch wenn ich den Würfel gar nicht drehe. Das sieht man hier, wenn ich das mal ein bisschen runterdrehe. Ja. Ich habe jetzt gar nicht gedreht am Rad und ich kann aber trotzdem durchgucken. Ne? Ich sehe die beiden anderen Arbeitsflächen auch noch. Ja, glaubt er nicht. Moment, werden wir gleich haben. So, jetzt sehe ich da hinten den Compis Config Settings Manager. Die vordere Arbeitsfläche ist leer. Dann machen wir jetzt meinetwegen mal den Systemmonitor auf. Prozesse. Systemüberwachung. Ressourcen, da bewegt sich dann wenigstens was. Machen wir mal ein bisschen kleineres Fensterchen. So, damit man da mal sieht. So. Mittlere Maustaste gedrückt, ne? Kann man den Systemmonitor durchsehen. Das ist dann Non-Rotating Opacity. So, mache ich lieber auf 100%, das ist ein bisschen Ressourcen verschwendet. So, Erscheinung, dann habe ich hier schwarze Farben für die Deckel. Ne? Dreieck hat oben Deckel und unten Deckel. Ne? Und da habe ich diese Farben eingestellt. Hier kann man die Deckkraft noch einstellen. Ne? Die Deckkraft. Also, dass man auch durch den Deckel, durch Deckel, nee, gucken kann. Ne? Deckkraft
81%. Farbnahme 0000. Sehr schön, haben wir schon. Gut, und das habe ich natürlich auch für Top ist oben und Bottom ist mehr so unten. Und deshalb kann man jetzt hier so durchgucken. Durch Top und durch Bottom, ne? Also oben und unten durchgucken, schwarz, wie ein bisschen Transparenz. Ne? So, schauen wir weiter, was haben wir noch gemacht? Damit man den Würfel überhaupt drehen kann, Würfel drehen angeklickt. So, ein Randwechsel Bindings muss man eigentlich gar nichts mehr weiter einstellen. Ne? Initiieren. Steuerung, Alt und Maus, Button 1, also linke Maustaste. Oder aber, so wie ich es gerne mache, wenn man den Desktop sieht, dann kann man einfach das mittlere Mausrollrad anklicken und drehen. Also ich sehe immer zu, dass ich ein bisschen am Rad drehen kann. Also das Terminal brauche ich nicht, das ist auf einer Arbeitsfläche. So. Gut, da brauchen wir gar nichts weiter einstellen. Gegebenenfalls, wenn ihr alles nicht so hinhaut und ihr Kompis gerade ebenso installiert habt, einfach mal den Rechner neu starten oder an- und abmelden. Manchmal zuckt es dann auch ganz fürchterlich oder es kommen Rückmeldungen. Soll jetzt, was weiß ich, noch irgendwas deaktiviert werden? Stattdessen sagt er, jo. Fensterdekoration habe ich angeklickt, damit ich auch die Dekors habe. Eigentlich hat er so ein bisschen Probleme mit GTK Window Decorator. Vielleicht müsste da ein anderes hin. Aber es funktioniert scheinbar doch. So, Kamera ein bisschen woanders hin. Lieber jetzt besser, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir wackelige Fenster, nicht nur eine wackelige Kamera. Wobbly Windows habe ich angeklickt. Dadurch kriegt man diese zitternden Effekte. Ist aber sehr ressourcenfressend. Ja? Also da braucht meine CPU richtig Power, wenn ich die Fenster dann bewege. Haben wir schon gesehen in anderen Videos. Mal meine Compass-Playliste anklicken. Gut, und hier sieht man übrigens bei Einstellungen das Profil. Da kann man zum Beispiel diese ganzen Einstellungen exportieren. Vielleicht mache ich das noch Plugin-Liste. Ich nehme mal die automatische Plugin-Sortierung weg, damit ihr das hier besser seht. Das sind diese aktiven Plugins, die ich aktiviert habe und deren Reihenfolge. Die kann man nämlich ändern, wenn mal was nicht so richtig läuft. Hatte ich auch schon mal gezeigt. Wie gesagt, wir hatten den Cube, wir hatten die wackeligen Fenster, ne? Das Wobbly Windows, das ist ja also englischer Cube, heißt Würfel. Ja? Rotator heißt Würfel rotieren. Und was haben wir denn noch? Opacity müssen wir irgendwo noch haben. Ne? Opacity, Brightness and Saturation oder so ähnlich heißt das. Opacity, wo haben wir das? Gehen wir mal zurück. So, zeigen wir gleich mal. Opazität bei Rotation. Wo haben wir die? Muss ich in den Einstellungen doch mal wieder die Plugin-Liste aktivieren, sonst war das wieder nicht leiden. So. Da, Opacity, Brightness und Saturation. So, erhöhe die Opazität. Kann man hier ändern. Alt und Button 4, das ist die Maustaste, Mausrollrad. Und Alt Button 5 ist Mausrollrad in die andere Richtung. Alt und Button 5 für Opazität erhöhen. Also Alt-Taste drücke ich jetzt mal und das Mausrollrad drehen, nach hinten ziehen. Kann ich durch das Fenster durchgucken. Drehe es nach vorne, ist es wieder ein undurchsichtiger, mehr durchsichtiger Bier. Ihr wisst schon, was ich meine. Also die beiden Alt und Button 4 und Button 5. Hätten wir noch Enhanced Desktop Zoom. Ne? Zoom in Button Super und Button 4 Alt und Mausrollrad nach vorne drin. Button 4 ist nach vorne. Ne? Ja, super, super und Button 4. Na, super ist die Windows-Taste übrigens. Ne? Windows-Taste und Mausrollrad nach vorne, Windows-Taste und Mausrollrad nach hinten ist das Rein- und Raus-Zoomen, muss man aktivieren, auch wieder mit dem kleinen Edit-Dingenskirchen. Was ich mir für Spaß dann immer noch mache, ich habe mir diesen X-Screensaver, da habe ich mittlerweile Spaß dran, installiert und starte immer gerne die
die Screensaver per Hand. Ne? Ich habe gefunden, Sierpinski, ne? Sierpinski habe ich noch gefunden, ja, Kaminski, da. 3D, ne? Weil es halt dreieckig ist, mein Themachen da. So, was macht man dann noch? Ne? Das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Cube zu tun. Ne? Das ist jetzt nur, weil ich so ein bisschen bescheuert bin. Ja, ein bisschen bescheuert, ein bisschen untertrieben, aber im Prinzip genommen, ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt mache ich das Fenster mit Absicht ein bisschen breiter, als der Monitor so ist. Warum, werdet ihr gleich sehen. So, jetzt schiebe ich das ganze Fenster etwas tiefer, dass ich fast mehr, nicht mehr sehe. Warum, werdet ihr gleich sehen. Den oberen Rand schiebe ich mir ziemlich weit hoch. Jetzt ist das Fenster insgesamt größer, als der Bildschirm ist und etwas breiter, als der Bildschirm ist. Alt-Taste gedrückt, Maus nach oben schieben. So. Was fehlt uns noch? Wir haben gelernt Opazität. Alt-Taste gedrückt und Mausrollrad nach hinten drehen. Da sieht er plötzlich so aus. Ne? Der ist doch... netter Effekt, Sierpinski, ne? Sehr gut. Und jetzt rotieren wir noch den Würfel dabei. Dann haben wir das Gedöns zusammen und meine CPU ist ziemlich jetzt am Arbeiten. Aber es geht eigentlich noch. Ne? Ich bin eigentlich ziemlich verblüfft. Ubuntu Mate, so viel Ressourcen braucht es gar nicht. Ne? 22% die eine, 18% die andere. Nett, ne? Sierpinski, ne? Kaminski. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.